Ich habe Waffen zum Austeilen und Rüstung zum Einstecken. Wir haben den besten Fisch. Täglich fangfrisch. Dieser Zauberspruch sieht schmerzhaft aus. Seht es euch an. Eine Ladung Gewürze wird von der Ostkaiserlichen Handelsgesellschaft aufgehalten. Jemand muss sie überreden, sie freizugeben. Großartig. Kommt zurück, wenn ihr alles erledigt habt, um eure Belohnung für die Mühe zu erhalten. Ja, nach einem geheimen Familienrezept. Das einzig Gute, was mein Vater Oktjew jemals getan hat. Er ist so gut, dass niemand in Himmelsrand auch nur versucht, ihn herzustellen. Viel Glück. Nicht gerade die perfekte Zeit, um in Himmelsrand unterwegs zu sein. Dieser Zauberspruch sieht schmerzhaft aus. Dieser Zauber sieht gefährlich aus. Kommt mir bloß nicht zu nahe. Es ist in letzter Zeit einfacher geworden. Die Schwarzbluträuber wurden seit dem Angriff auf die Eisläufer nicht mehr gesehen. Seither treffen meine Lieferungen wieder regelmäßiger ein. Frischer Fisch! Frischer Fisch! Oh ja, es ist noch gar nicht lange her, da hat hier ein Bote aus Drachenbrücke Halt gemacht, war auf dem Weg zum Blauen Palast. Er war sehr nervös, sagte, er brauche Hilfe. Direkt aus den Fjorden. Das, was ihr hier seht. Kommt wieder, wenn ihr wisst, wie ihr euer Geld ausgeben wollt. Hier gibt es reichlich frischen Fisch für euch. Swari, ja, es war hart für sie. Sie vermisst ihren Onkel. Ich habe zu erklären versucht, dass Rokvi etwas Schlimmes getan hat und jeder für seine Aktion verantwortlich ist, aber ein Kind fühlt da anders. Unten am Hafen. Es gibt ein paar gute Stellen. Wenn man den Arbeitern der Ostkaiserlichen Handelsgesellschaft und diesen Gaunern der Roten Woge aus dem Weg geht. Wir leben in unruhigen Zeiten. Passt dort draußen auf euch auf. Die Göttlichen sind euch hold, mein Freund. Beirand sagte, ihr wäret kurz vor der Hinrichtung hier angekommen. Das muss ja ein schöner erster Eindruck gewesen sein. Schmuckstücke, Krimskrams, solche Sachen. Beirand ist mein Mann. Er arbeitet in der Schmiede oben im Schloss Elend. Ich sehe ihn aber kaum noch, seit er wegen der Bestellungen der Armee so viel zu tun hat. Nein, das war eine üble Geschichte. Der Tod von Großkönig Torik hat die ganze Stadt auf den Kopf gestellt. Und unter uns gesagt, er war nicht mal ein besonders guter König. All die endlosen Reden, das Kaiserreich hier, das Kaiserreich da...
Ihr seid im Kram mit Charme jederzeit willkommen. Habe gehört, dass Sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. Entschuldigt, ich war in Schmuckstücke, Krimskrams, solche Sachen. Ach ja, wenn sie den Zoll von 2000 Goldstücken entrichten möchte, wäre alles geregelt. Ich schätze, ich kann eine Ausnahme machen. Ich mag Ihren Würzwein sehr. Na schön. Richtet Yvette Zahn aus, dass Ihre Lieferung in Kürze nach Einsamkeit gebracht werden wird. Frischer Fisch! Frischer Fisch! Würzwein für euch? Hergestellt nach einem alten Familienrezept. Danke vielmals. Bei jeder Ladung gibt es Probleme. Nehmt dies für eure Mühe. Wir haben den besten Fisch. Täglich Fangfisch.
Viel Glück. Nicht gerade die perfekte Zeit, um im Himmelsrand unterwegs zu sein. Bitte, hab Mitleid mit einem alten Verrückten. Ihr braucht etwas? Niemals. Dort ist es gefährlich. Und Falk mag es nicht einmal, wenn ich und Erdi jedes Jahr hineingehen, um die Spinnen zu beseitigen. Wenn ihr wirklich wollt, nehmt euch nur vor dem Geist in Acht. Er hat sich mal an mich herangeschlichen und mich zu Tode erschreckt. Das steckte mir noch die ganze Woche in den Knochen. Ihr könnt mich später im Blauen Palast treffen, falls ihr euch nochmal unterhalten wollt. Ist das Azuras Stern? Schon wieder 5 Wachen verloren, mein Jarl. Wenn General Tullius weiterhin unsere Männer einzieht und in die Schlacht schickt, wird bald niemand mehr übrig sein, um die Stadt zu beschützen. Ja, ich weiß. Der General. Oh, hallo. Ich räume gerade etwas auf. Ich schwöre euch, dass aus dieser Höhle unnatürliche Magie herausdringt. Bitte unterbrecht das Gericht nicht. Jemand muss der Sache nachgehen. Dann werden wir sofort eine Armee aussenden, um die Höhle auszuräumen und die Stadt zu sichern. Unter meiner Herrschaft werden die Menschen von Harfingar immer sicher sein. Nichts ergeben. Ich versuche, mit dem Jarl zu sprechen. Das ist wahrscheinlich nur abergläubischer Unsinn. Vielleicht wäre hier eine gemäßigtere Reaktion angebracht? Oh, ja, ihr habt natürlich recht. Falk, tragt Hauptmann Aldes auf, ein paar zusätzliche Soldaten nach Drachenbrücke zu verlegen. Ich danke euch, Jarl Elisif. Aber wegen der Höhle... Ich werde auch jemanden damit beauftragen, sich um die Höhle zu kümmern, Varnius. Seid beruhigt. Ihr könnt wegtreten. Beeilt euch. Ich habe wenig Geduld für banale Belange. Habt ihr am Hofe etwas Geschäftliches zu erledigen? Ihr wisst ja, dass meint ihr diese Drachenbrücke-Geschichte? Um ehrlich zu sein, hatte ich nicht vor, die Sache weiter zu verfolgen. Varnius ist immer ein bisschen schreckhaft. Es wird über seltsame Geschehnisse in der Nähe der Wolfsschädelhöhle gemunkelt. Verschwindende Reisende, merkwürdige Lichter.
Ich vermute, dahinter stecken wilde Tiere oder vielleicht Banditen. Ich glaube nicht, dass es die Mühe wert wäre, wo wir doch im Krieg sind. Aber wenn ihr die Höhle säubern wollt, sorge ich dafür, dass es sich für euch auszahlt. Damit Hafengar wieder aufgebaut werden kann. Meine Dame, aber natürlich, so naiv, was soll diese Frage? Wir wären wert, ihr habt euch wohl von Erikur beschwatzen lassen. Die Rebellen hätten den Palast. Unter den Tarnen gehen Gerüchte um und ich verdächtige ihn, sie gesteuert zu haben. Ihr solltet diesem Gerede kein Gehör schenken, wenn ihr in dieser Stadt weiterhin willkommen sein wollt. Trotz ihres jungen Alters ist Elisif von Rechts wegen Jarl. Und hier in Himmelsrand respektieren wir immer noch die Traditionen unserer Vorväter. Ihr würdet gut daran tun, dies nicht zu vergessen. Die Höhle hat eine finstere Geschichte. Vor langer Zeit hat Potema, die Wolfskönigin, sie für ihre Totenbeschwörungsrituale benutzt. Daher kommt der Name. Das war vor über 500 Jahren. Heutzutage ist da unten nicht mehr viel los. Trotzdem denken immer alle, in der Höhle würde es spuken. Ihr könnt jederzeit zurückkommen, wenn ihr Fragen habt. Der Blaue Palast ist ein offenes Forum. Wenn mit dem Dahinscheiden meines lieben Mannes Torik ist die gewichtige Position des Jarl an mich gefallen. Diese Frage klingt nur allzu vertraut. Ich höre sie auch oft von meinem Tarn. Sie sorgen sich, dass sich Tullius so sehr auf den Krieg konzentriert, dass er womöglich vergisst, was das Beste für unser Volk ist. Die wahre Ironie besteht darin, dass General Tullius zwar kein Nord ist, die Menschen von Himmelsrand aber ohne ihn hoffnungslos verloren wären. Vertrauen ist immer schwierig, besonders für mein Volk. Und doch müssen wir auf Tullius Führung vertrauen. Denn was haben wir für eine andere Wahl? Nein, noch nicht. Obwohl es wahr ist, dass mein Ehemann Torik der Großkönig war und ich seine Witwe bin. Doch jetzt ist nicht die Zeit, Anspruch auf den Thron zu erheben. Dieses Land ist von Krieg zerrissen und das Volk leidet. Die Sturmmäntel sind eine Plage für Himmelsrand. Und wie jede Plage müssen auch sie ausgemerzt werden. Erst dann werde ich meine rechtmäßige Stellung als Großkönigin einnehmen. Lebt wohl. Betet für Einsamkeit und für meinen Mann. Passt auf, wo ihr hintretet. Wir haben hier gerade erst geputzt. Tane Breeling, zu euren Diensten.